Hast du Klasse? Diese Wortwahl spricht dafür, eine noble Persönlichkeit und elegante Erscheinung zu sein. Dafür reicht eine halbwegs gediegene Fassade nicht aus. Auch teure Outfits, hochpreisiger Schmuck oder andere luxuriöse It-Pieces werden dich nie in einem besseren Licht erscheinen lassen, wenn der schöne Schein ein trügerischer ist. Egal wie gut und gepflegt Menschen aussehen, sobald sie das Wort an uns richten, wissen wir, wer hier wirklich vor uns steht. Sprache ist ein verräterisches Kommunikationstool, ohne welches wir jedoch nicht weiterkommen im Alltag. Wir müssen miteinander sprechen, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist daher nicht einerlei, welche Worte wir wählen und welche Formulierungen wir tunlichst aus unserem Sprachschatz streichen sollten, wenn wir glänzen möchten. Das ist übrigens gar nicht so schwer. Du brauchst kein ausgefeiltes Sprech- oder Sprachtraining dafür. Es reicht, ein paar einfache Grundregeln zu beachten, wenn du als Mensch mit Klasse wahrgenommen werden willst. Was dafür weg muss, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Respektlose und herabwürdigende Bezeichnungen. Ein schier unerschöpflicher Bereich unserer Sprache sind beleidigende Bezeichnungen für andere Menschen. Egal ob Frauen oder Männer, jung oder alt, wir werden scheinbar nicht müde, immer noch brutalere Synonyme für unsere Mitmenschen zu kreieren. Hier musst du kategorisch alles ablehnen, was irgendwie herabwürdigend oder beleidigend ist oder mit antiquierten Stereotypen arbeitet. Solche Giftpfeiler haben im Wortschatz eines noblen Menschen keinen Platz. Es geht dabei nicht nur darum, sich politisch korrekt zu verhalten. Es geht um Anstand und Respekt. Nummer 2. Beleidigung und Provokation. Sie stehen leider auf der Tagesordnung und die Anonymität des Internets hat hier sicher reichlich Anteil daran. Von Angesicht zu Angesicht fällt es uns da schon schwerer, in die unterste Schublade zu greifen und unser Gegenüber nach allen Regeln der Kunst zu beleidigen. Und dennoch passiert es täglich. Du outest dich mit solchen verbalen Übergriffen nicht nur als ungebildeter Mensch ohne jede Klasse. Du lässt damit auch Rückschlüsse auf ein gefährliches Temperament zu, das leicht entflammbar ist. Nummer 3. Die Fehler anderer hervorheben. Sicher kennst du das bekannte Zitat von Heinrich Heine: Der Kluge bemerkt alles, der Dumme macht über alles eine Bemerkung. Genauso werden Menschen wahrgenommen, die nichts lieber tun, als intensive Fehlersuche bei anderen zu betreiben. Eleganz und Klasse vermisst man hier ebenfalls. Es ist kein schöner Wesenszug, ständig den Finger auf die Wunde eines anderen Menschen zu legen. Trieft dann auch noch Schadenfreude aus jedem deiner gehässigen Worte, ist bald Schluss mit deiner Reputation. Nummer 4. Falsche Bescheidenheit. Wetten, diese Eigenschaft hättest du hier nicht vermutet? Tatsächlich macht es uns unterwürfig, klein und unbedeutend, wenn wir Lob herunterspielen und mit Komplimenten heillos überfordert sind. Eleganz zeigt sich manchmal in so einfachen Dingen wie einem Danke. Das sollte deine Antwort auf anerkennende Worte von anderen sein. Spiel deine Leistung nicht herunter, würdige deinen Erfolg nicht herab. Du hast hart dafür gearbeitet und andere zollen dir Respekt dafür. Nummer 5. Alles, was nach Tratsch und Klatsch klingt. Ja, es ist ein alter Hut, aber es ist auch ein wichtiger Grundsatz des Zwischenmenschlichen. Wer über andere lästert, zeigt einen schwachen Charakter. Sie oder er kann aber auch kein Mensch von nobler Herkunft sein. Denn das Tratschen ist eine hässliche Angewohnheit, die nur Menschen mit zu viel Freizeit pflegen. Elegante und bewundernswerte Zeitgenossen begeben sich nie auf ein solches Niveau. Abgesehen davon haben sie Besseres zu tun. Nummer 6. Angeberei jeglicher Art. Noch schlimmer als falsche Bescheidenheit ist ihr böser Zwilling, die Angeberei. Niemand mag Prahlhänse und diese Leute wirken spontan auch alles andere als gediegen und respektabel. Kann sein, dass manchmal unsere Euphorie und Freude mit uns durchgehen, wenn wir Großartiges erreicht haben.
Aber die wahrhaft Großen behalten diese Dinge lieber für sich. Sie überzeugen bei Gelegenheit mit den Ergebnissen. Damit zu prahlen ist nichts, was sich in gehobenen Kreisen ziemen würde. Nummer 7. Sarkasmus, der buchstäblich wehtut. Wusstest du, dass der Begriff Sarkasmus wörtlich übersetzt zerfleischen bedeutet? Sarkastische Wortspenden schneiden den Menschen buchstäblich ins Fleisch, so verletzend können sie sein. Die feine Linie zwischen ein wenig schwarzem Humor wird in den besseren Kreisen daher nie überschritten. Hüte dich vor Bitterkeit in deinen Worten. Sie könnte dir jede Menge gute Gelegenheiten für immer verbauen. Selbst wenn du auf Menschen triffst, die immun gegen Zynismus und Sarkasmus sind, spüren sie ganz genau, dass du sie nicht für voll nimmst. Nummer 8. Schimpfwörter und Umgangssprache. Dass das Fluchen und die Verwendung von Straßenslang dich nicht gerade als elegante Erscheinung auszeichnen, versteht sich von selbst. Willst du punkten, verzichte auf alles, was irgendwie aus dem Skript eines Gangsterfilms stammen oder als Rap vertont werden könnte. Du musst keine eigene Sprache für dich kreieren, wenn du Bedenken hast, was deinen Wortschatz betrifft. Je einfacher deine Worte sind, desto leichter verständlich kommen sie rüber. Verzichte einfach auf alles, was man in den besseren Kreisen keinesfalls gutheißen würde. Unser heutiges Fazit, auch was Sprache betrifft, gilt: Klasse statt Masse. Wähle deine Worte sorgfältig, wenn du mit anderen Menschen sprichst. Du verrätst mehr mit deiner Sprache und deinen Umgangsformen, als dir lieb sein dürfte. Ein respektvoller, achtsamer Umgang beginnt mit dem gesprochenen Wort. Jede Form von Aggression und Krieg übrigens auch, also wähle dein Vokabular mit Bedacht. Verzichte auf alles, was nach Gangster- oder Ghetto-Slang klingt. Auch auf bitterbösen Sarkasmus solltest du nicht bauen, wenn du als respektable Persönlichkeit wahrgenommen werden willst. Falls du zum Angeben neigst oder deine Euphorie über deine Errungenschaften manchmal mit dir durchgeht, beherrsche dich. Alles, was nach Prahlerei klingt, katapultiert dich sofort ein paar Klassen nach unten. Aber auch zu viel falsche Bescheidenheit, die dein Licht dimmt, kommt nicht gut an. Lass die Finger von Lästereien. Sie waren und sind niemals eine gute Idee, wenn du weiterkommen willst im Leben. Und findest du irgendwo einen Fehler, dann darfst du ihn gerne behalten. Noble Menschen führen andere nicht vor oder stellen sie an den Pranger. Unterschätze niemals die Macht deiner Worte. Sie können dir Türen öffnen, wenn du sie sorgfältig und klug wählst. Tust du das nicht, verbaust du dir mit ein paar simplen Worten den Weg. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.